Ofenkäse. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Wir machen weiter mit den Gaming-Streams und heute wird World of Warcraft gespielt. Unser Profi-Streamer ist dort jetzt auch sehr aktiv, allerdings gibt es bei World of Warcraft ja diese Sache, dass es ein MMORPG ist und somit andere Spieler gleichzeitig mit einem auf einem Server spielen. Wie das dann so funktioniert hat, schauen wir uns gleich mal an. Kurz nochmal noch vorher zum letzten Video von mir. Ich hatte ja gesagt, dass ich auch gerne mal Grußvideos oder sowas für euch aufnehme, wenn ihr das wünscht. Aber ihr bitte dann nicht zu lange Texte schreiben solltet in der Mail, wenn ihr mich dazu anschreibt, weil ich sonst halt nicht alles schaffe, alles durchzulesen. Und ihr haltet euch auch dran. Die Texte sind recht kurz. Allerdings habe ich jetzt über 50 Nachrichten mit Grußbotschaften bekommen, die ihr euch wünscht. Ich werde das auch versuchen, alles abzuarbeiten, aber das kann ein bisschen dauern. Also nicht wundern, wenn meine Antwort ein wenig auf sich warten lässt. Aber eure Wünsche zeigen mir ja, dass Interesse an mir und meinem Kanal hier besteht und das freut mich auch wirklich sehr. Daher nochmal vielen Dank an euch alle, die ein Abo dalassen. Der Weg zu den 100.000 sollte dieses Jahr also noch drinne sein. Lassen wir uns mal überraschen. So, dann lass uns mal anfangen und wir schauen mal in die erste Szene rein, zur Erklärung. Der Profi-Streamer ist gestern wieder recht früh angefangen. Er startete, glaube ich, so gegen 11 Uhr am Freitagmorgen und hat dann mit kleinen Pausen zwischendrin bis 2:30 Uhr nachts am heutigen Samstag gestreamt. Also die Quantität ist auf jeden Fall gegeben. Alles andere besprechen wir jetzt in den ersten 10 und er ist noch gar nicht so lange online und dann passiert Folgendes. Heute World of Warcraft. Ich teste erst einmal, ob ich überhaupt zocken kann, beziehungsweise ob ihr es überhaupt richtig sehen könnt. Weil dadurch, dass ich ja bei World of Warcraft, wenn ich am Zocken bin, ja auch Internetlast brauche, ist es nicht ganz so einfach. So, und das ist einer der Gründe, warum ich gesagt habe, dass ich kein WoW zocke. Im Live. Ja, und da kamen die ersten Leute in seine Nähe, die ihn kannten und wollten mit ihm reden und mit ihm wohl zusammen spielen. Ihr seht es auch oben, er bekommt immer wieder Anfragen für Gruppeneinladungen und die Namen sehen schon so aus, als wenn die nur dafür gemacht sind, ihn anzusprechen. Und der Charakter, der da neben ihm steht und ihn anspricht, heißt auch irgendwas mit Ofi. Ich konnte es nicht genau lesen. Irgendwie Ofi ist besser oder Ofi ist der Beste, irgendwie sowas. Also dafür vielen Dank, dass sich jemand so genannt hat. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass gerade erst eine halbe Stunde gespielt wurde und die Stimmung schon neutraler wird. Man hat das Gefühl, bei einer privaten Gaming-Sitzung zu sitzen. Na und? Und wenn schon? Wenn es dir nicht gefällt, dann geh halt. Ich verstehe nicht, was ihr immer für Probleme damit habt, wenn ich mich mal aufs Spiel konzentriere, weil ich was versuche rauszufinden. Jetzt haben wir einen recht langen Flug vor uns, jetzt kann ich mich auf den Shit konzentrieren. Hör halt auf rumzumaulen. Ey, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Leute kommen hier in meinen Stream immer nur dann rein, wenn sie rummaulen wollen. So, mir fällt übrigens auf, wir haben jetzt offiziell die 20 Abos, aber... Es sind leider auch geschenkte Abos darunter, das heißt, wir haben jetzt 11. Also wir bräuchten jetzt immer noch 9 Abos. Und das bitte auch nochmal im Hinterkopf behalten, die Abozahlen sind weiterhin nach vielen, vielen Stunden Streaming bei 11 Abos, die nicht verschenkt wurden, sondern von sich aus abgeschlossen wurden. 11 Abos, bei, nach seiner Aussage, ja mehreren 100.000 Supportern, die er hat. Das ist ein Kindergarten. So, kapiert ihr jetzt vielleicht, warum ich... Da geht's nicht weiter. Kapiert ihr jetzt vielleicht, warum ich keine Lust auf diesen Kindergarten habe? Sein Problem ist nur, dass er mir nicht nachkommt. Denn dafür bin ich viel zu schnell. So viel Zeit, wie die da reinstecken. So. Und dann glauben sie auch noch, ich bin Matt. Ich finde das einfach nur traurig. Ach, weißt du, ich glaube, solange es die Leute merken, dass das den Mund ein bisschen kleiner macht, ist es auch egal, ob du das jetzt groß nach außen hin zeigst oder nicht. Das spielt dann für die gar keine so große Rolle. Das Coole ist nämlich, die können hier nicht fliegen, wenn sie hier noch nicht gespielt haben. Ah, witzig. Das könnte leicht zu viel gewesen sein. Wow. Da runter. Ah, knapp, knapp, so knapp. Ja, und auch bei diesem Spiel ist es wie bei Assassin's Creed vor ein paar Tagen, dass die Kämpfe, die man verliert, immer ganz, ganz knapp waren. Im Grunde hätte man auch gewinnen müssen, wenn der Wind halt richtig gestanden hätte und die Sonne nicht geblendet hätte. Das zog sich so auf jeden Fall die ganze Zeit weiter, auch mit den Anfragen und den Besuchern. Aber er meinte ja gerade, weil er einen Charakter hat, der auch zu Fuß fliegen kann bzw. gleiten kann, ist er schneller als die anderen und die kommen ihm nicht hinterher. Schauen wir mal, ob das so stimmt. Du kommst einen Traktor nicht hinterher, glaubst mir.
Weil so viel fliegen kannst du gar nicht, dass du im Traktor hinterherkommst. Wieso sind die schneller als ich? Das kann doch gar nicht sein. Ja, da könnte man doch schon fast sagen, dass der Hochmut dann recht schnell dem Fall gewichen ist. Aber nun reichte es ihm auch irgendwann, denn das Gameplay bestand halt wirklich nur aus solchen Szenen. Und dann wurden erstmal die GMs angeschrieben mit einem ziemlich langen Text, den sich die GMs aber ganz sicher komplett durchgelesen haben. Ich lasse das mal kurz durchlaufen. Um es euch mal kurz zusammenzufassen, was da geschrieben wurde: Die laden mich einfach ein, dabei bin ich gar nicht derjenige, der hergeht. Ihr kennt die Story. Danach wurde dann zu Assassin's Creed gewechselt, aber das überspringen wir mal komplett, denn dort gab es wirklich nur eine Stunde lang alle 10 Minuten ein. So, das haben wir dann auch geschafft. Und da sind wir halt wieder bei diesem Vergleich zwischen Qualität und Quantität. Aber ich glaube, ihn hat es jetzt auch ein wenig mitgenommen, dass seine Theorie mit diesen 5 bis 7 guten Jahren und den 10 Jahren, die dann nicht so gut sind, nicht ganz aufgeht. Denn seine Hoffnung, dass die Kritiker jetzt weniger geworden sind, weil die in diesem einen Chat von diesem Typen letztens da kaum drinne waren, konnten wir jetzt vor allem ja in World of Warcraft gerade sehr gut widerlegen. Das hat dieses ganze Kartenhaus halt wieder ein bisschen umgeworfen und da sitzt nun irgendwas im Hinterkopf und produziert gerade neutrale Stimmung. Wir springen dann mal auf ca. 20.30 Uhr, denn da ging es dann mit TikTok los, um ein bisschen Gold zu farmen, um im WoW-Slang zu bleiben. Und da schauen wir mal rein. Jetzt haben sie ein Evo, haben sie jetzt ursprungen lassen. Ey, Mann, das muss echt nicht sein. Mann, es gibt einen Nerven. Und ist das ärgerlich. Das Problem ist halt, wenn du keine Schnellsuche hast. So, ich habe momentan nicht so viele Leute, mit denen ich streame. Ich habe momentan, den Steam habe ich ja jetzt rausgehauen. Ja. Birella möchte ich nicht reinholen aktuell, das ist alles nicht so cool. Dann haben wir hätte ich den Josef, aber der ist nicht online. Der Ibo darf er jetzt im Moment nicht. Ist einfach. Und da hören wir, dass die Matchpartner langsam aber sicher auch ausgehen. Im Grunde ist es ja so wie immer. Zum Beispiel bei Merlin, das ist ja das beste Beispiel in letzter Zeit gewesen. Erst ging es gut, dann wollte Merlin halt einen Gefallen zurückhaben, der wurde ihm verweigert und dann ist das in die Brüche gegangen. Und so ging das ja auch schon bei vielen Bekannten in den letzten Jahren so und wird es auch noch mit Bekannten in der Zukunft so bleiben. Was mich aber tatsächlich ein bisschen wundert, ist, dass er hier Birella anspricht und sagt, er will die gar nicht mehr reinholen. Also da ändert sich die Stimmungslage auch täglich. Erst hieß es, ja komm rein, dann nee, lieber nicht. Dann doch, aber ich gebe dir noch gute Tipps, dass du am besten aufhören solltest mit Social Media. Danach wurde dann trotzdem gematcht und es war seiner Meinung nach ein sehr erfreulich angenehmer Stream und nun wieder doch nicht. Blickt auch keiner so richtig durch, aber irgendwas ist da scheinbar im Hintergrund am Laufen zwischen den beiden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt auf TikTok echt schade, weil auf TikTok die Abos, das ist halt nicht so viel. Ich würde halt eigentlich gerne, dass die Leute mich alle auf Kick abonnieren und ich dann mehr auf Kick streame, weil dann müssen die Leute nicht so viel ausgeben und ich verdiene aber trotzdem das. Also ich kann das Gleiche verdienen, ohne dass die Leute mehr ausgeben müssen. Das ist auch eine ganz interessante Szene, denn er ist im Moment bei 167 Abos jetzt in dieser Szene gerade. Ich habe mal gerade nachgeschaut, jetzt Samstagmorgen, wo ich das hier aufnehme, ist er bei 165 Abos. Und wir erinnern uns, er hat ja die Preise runtergesetzt. Ein Abo kostet nun nicht mehr 6,99, sondern irgendwie 3 oder 4 Euro, glaube ich. Und die Abos sinken trotzdem noch weiter. Und er sagt, dass er nach Möglichkeit alle zu Kick holen möchte, weil er sagt, dort müssen die Leute nicht so viel ausgeben. Das ist natürlich die Sichtweise, die man sehr gut verkaufen kann. Ich würde es aber ein wenig umdrehen. Er bekommt auf Kick mehr von den Zahlungen als auf TikTok. Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation. Und wenn dann TikTok quasi am Auslaufen ist und dort auch keine Leidenschaft oder Engagement mehr versprüht wird, dann kommen wir beim Ende des anderthalbstündigen Streams, wie wir jetzt hier sehen können auf dem Bild, was ich euch mal einblende, auf knapp nur noch 40 Euro und schätzt, die minutenlang inaktiv sind. Nicht die allerbesten Voraussetzungen, wenn das seine Haupteinnahmequelle im Moment ist. Dann ging es weiter mit dem zweiten Teil auf Kick und ja, was soll ich euch sagen, diese knapp 5 Stunden können wir eigentlich gänzlich überspringen. Wir gehen direkt zum Schluss um 1.30 Uhr in der Nacht und schauen, was da mal passiert ist.
Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Stream ist einfach abgebrochen. Dabei wollte unser Profi-Streamer eigentlich noch ein bisschen Sunkenland spielen. Dann dachte man erst, ja, vielleicht Verbindungsproblem oder so, dann kommt er bestimmt gleich nochmal wieder. Aber dann gab es auf Twitter noch eine kurze Nachricht, was denn dort nur vorgefallen ist, und die lesen wir uns mal kurz durch. Zitat: Leute, tut mir leid, dass ich den Stream ausmachen musste. Erst hatte ich Probleme mit dem OBS und dann hatte ich eine Meldung von Kick. Muss mich da erstmal drum kümmern, habe eine Verwarnung, muss da erstmal schauen, dass ich was mache. Kann sein, dass es aber vor Montag nicht klappt mit dem Stream auf Kick, sorry. Zitat Ende. Er sagt hier also, er hat einen Strike bekommen und möglicherweise bis Montag kann er dann nicht mehr streamen, bis vermutlich der Support irgendwie erreicht werden kann. Tatsächlich war mir überhaupt nicht klar, dass auf der Plattform irgendwelche Regeln groß gelten, die auch wirklich durchgesetzt werden, aber naja, man lernt ja nie aus. Sogar auf dieser Plattform hat er es jetzt nun schon geschafft, den zweiten Strike zu bekommen. Damals gab es ja schon den ersten, wo er diesen Stream nicht neu starten wollte, obwohl der Moderator ihm das im Chat gesagt hat. Und wenn man sich das dann so anschaut, dass er nun vielleicht eine Woche in Gänze auf dieser Plattform unterwegs war, ich meine, mehr als 7 Tage wird es jetzt nicht gewesen sein, und dass er nun dort den zweiten Strike bekommen hat, dann muss man sich fragen, ob der geplante Wechsel von TikTok hin zu dieser Plattform und diese dann als Haupteinnahmequelle auszubauen, nicht auf ein noch viel wackeligeres Gerüst gerade gebaut wird, als es sowieso schon auf anderen Plattformen ist. Stellt euch mal vor, er arbeitet jetzt nun wieder halt wochenlang, um diese 20 Abos voll zu bekommen, hat es dann vielleicht irgendwann geschafft und dann ist der Kanal weg, weil er sich wieder irgendwas geleistet hat. Und TikTok liegt dann halt auch brach, weil dort viel weniger Content läuft und die Abos immer weniger werden. Alles in allem ein Plan, den sich der Profi-Streamer vielleicht nochmal genauer überlegen sollte, ob das so in Zukunft alles so laufen wird, wie er sich das vorstellt. Naja gut, wir lassen uns mal überraschen, ob der Strike Montag dann wieder weg ist und wann wir ihn wieder auf dieser Plattform sehen werden. Ich wünsche euch auf jeden Fall erstmal ein wunderschönes Wochenende, genießt die freie Zeit. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Abonnieren und bis zum nächsten Video sage ich, Medal of, meine Freunde!